Ich habe den Kader nicht zusammengestellt, da sind andere für verantwortlich. Ich bin erschrocken. Ne? Man hat sich hohe Ziele gestellt mit Europa League. Ne? Und dass sie jetzt am vorletzten Platz sind, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ich glaube, wir müssen das nicht überbewerten. Natürlich war das eine schlechte Hinserie. Und alle meckern jetzt auf den Trainer und hier und da. Der Trainer ist für mich ein super Trainer. Wenn man sich den Tabellenstand anguckt, dann muss man ein bisschen Sorgen haben. Ich habe ganz wenig gesehen, also richtig Spiele. Ich habe viel gelesen über Zeitungen oder was die Leute sagen. Niklas folge ich ein bisschen mehr natürlich. Schade, dass er verletzt gewesen war viel, aber ein bisschen traurig schon. Was sind die Gründe? Ich habe den Kader nicht zusammengestellt, da sind andere für verantwortlich. Die haben sich da ihre Meinung darüber, glaube ich, gemacht. Ich kann das nur von außen betrachten. Es ist nicht mehr den Fußball, den sie letztes Jahr gespielt haben, ist nicht mehr die Laufbereitschaft da. Und ja, da muss sich einiges ändern. Es ist noch viel Zeit, also ich hoffe, dass wir da nicht runtergehen. In der Hinrunde auch viel Verletzungspech hatten. Ich hoffe, dass es in der Rückrunde besser wird, dass viele zurückkommen werden. Und dann denke ich auch, dass unten den Sprung relativ schnell dann wieder rausschaffen. Die müssen 2, 3 neue holen und dann kommen sie auch da unten raus.